Was verstehen Sie nicht, dass ich da drüben wohne? Ich muss darüber. Niemand darf mehr diese Straße überqueren. Wir wissen nicht, was in der Nacht passiert ist. Einige erzählen von einem riesigen Godzilla. Wobei, gibt's sowas überhaupt? Quatsch, Godzilla gibt es nicht. Lassen Sie mich jetzt hier durch. Ich muss rüber. Ich muss zu meiner Familie. Sie sehen doch, dass hier alles eingestürzt ist. Es tut mir leid. Wir können nichts daran rütteln und machen. Sie müssen hier bleiben. Was ist denn da los, Freunde? Irgendwie muss hier irgendwas passiert sein. Wir gehen mal schauen, Freunde. Hallöchen, was ist hier denn los? Hallo, ich möchte einfach nur darüber. Da drüben wohne ich. Schauen Sie doch mal. Hier ist ein riesiger Krater. Angeblich von einem Godzilla. Sowas kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Godzilla? Sowas kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Es gibt doch gar keinen Godzilla mehr. Sowas ist doch ausgestorben. Man sollte niemals nie sagen. Aber trotzdem, für jeden ist es hier gesperrt. Oh Mann, Freunde, habt ihr das gehört? Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr doll interessant an. Aber erstmal, hey Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben. Da würde mich super, super doll freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Vergesst nicht noch, kostenlos die Glocke zu aktivieren. Und wie ihr seht, Freunde, bin ich heute mal in einem anderen Dorf. Also ich wollte eigentlich nur nach Hause gehen, in unser normalen Dorf. Und auf einmal bin ich hier gelandet und, Hilfe! Oh Mann, ich bin absolut in einem Noob-Dorf angekommen. Ich werde mal diesen Noob hier helfen, rauszukommen. Los, komm raus hier, Noob. Zack. Ach, Mann, oh Mann, Freunde, lassen wir den eben. Und hier angeblich soll irgendwas passiert sein. Also, man sieht, Freunde, dass hier ein mega großer Krater drin ist. Und dort unten ist Blut und... Hallo, ich bin hier unten versteckt. Und das ist wirklich ein Noob-Dorf. Naja, egal, Freunde. Ich würde sagen, komm, wir schleichen uns mal runter und schauen, was da unten passiert ist. Ich würde schon gerne wissen, ihr auch? Wenn du es gerne auch wissen willst, dann schreibst du jetzt eine 1 in die Kommentare. Dann gehen wir da mal gemeinsam runter. Und wenn du auch denkst, Godzilla gibt es gar nicht, dann schreibst du eine 2 in die Kommentare. Und jetzt, wenn du gemeinsam mit mir da runtergehen möchtest und wissen willst, was da passiert und wir mal Godzilla treffen wollen, dann lässt du jetzt noch einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, komm, die Vitaminami war in der letzten Zeit so stark... Wir legen eins oben drauf. 2500 Daumen hoch, Freunde. Wenn wir das schaffen, dann werde ich auf jeden Fall eine Überraschung für euch geben. 2500 Daumen nach oben da. Bin ich echt gespannt, ob wir das schaffen. Und wir werden uns jetzt mal an den Polizisten vorbeibauen. Und dafür bräuchten wir ein bisschen Zeit, Freunde. Denn der Polizist soll ja nicht unbedingt sehen, Freunde, dass wir uns hier nach unten graben und da in die Höhle wollen, wo angeblich alles eingestürzt ist. Naja, ich bin auch ein bisschen gespannt, Freunde. So, da sind wir schon in der mysteriösen Höhle oder so. So, wir dürfen auf jeden Fall... Auf jeden Fall hat er recht, hier ist Blut und... Ach, was soll ich dazu sagen? Der Noob ist mir wirklich gefolgt. Aber wir müssen uns beeilen. Okay, Freunde, wir sind jetzt schon hier unten. Hier ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Blut. Aber, oh mein Gott, hier ist sogar noch ein Villager unten. Was soll das uns sagen? Ich meine, nee, hier geht's nicht weiter. Hier vielleicht... Okay, wir gucken mal, Freunde, und... Oha, was ist das denn, Freunde? Alter, das ist ein riesiges Skelett. Oh Gott, Gott, guckt euch das mal an mit diesen riesen scharfen Zähnen, Freunde. Alter, was passiert hier denn? Ey, das ist ja ein Riesenschädel und hier ist noch eine Kiste. Wir öffnen mal die Kiste. Was sagt ihr dazu? Gucken wir da mal rein und... Warte mal, G-Rüstung? Das kenne ich irgendwoher, Freunde. Diese Rüstung habe ich schon mal gesehen. Irgendwie kommt die mir echt bekannt vor, Freunde. Und ich habe auch schon eine Idee. Komm, ich glaube, wir sind in einer Schwierigkeit gefangen. Wir müssen jetzt gemeinsam mal schauen, ob wir wirklich in einer Schwierigkeit sind. Optionen und... Oh mein Gott, wir sind Schwierigkeit Godzilla. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie konnte das denn nur passieren? Wir sind Schwierigkeit Godzilla? Ich dachte, sowas gibt es gar nicht. Oh Gott, oh Gott, Freunde, das heißt... Warte mal, das ist der Schädel von Godzilla. Wir haben ihn mal zerstört. Oh yeah, Freunde, ihr seht es. Godzilla Skull, also Godzilla Kopf. Der sieht mega krass aus. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh mein Gott, Freunde. Einfach Godzilla. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Godzilla noch leben soll. Denn er ist ja jetzt schon, ja,
S hier als Kopf. Oh mein Gott. Aber lasst gerne mal noch mehr Schwierigkeiten in den Kommentaren da. Ich habe so viele Schwierigkeiten von euch in den Kommentaren gelesen. Würde mich mega, mega doll freuen, wenn ihr ganz, ganz viele noch schreibt. Ja, was ist das denn für ein Riese? Warte mal, habt ihr das Geschrei gehört? Oh mein Gott, das war übel laut. Was war das, Freunde? Wir sollten mal nach oben gehen und schauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Godzilla ist da und will uns alle fressen. Was? Godzilla ist da? Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, habe ich jetzt irgendwas getan, weil ich diesen Kopf auf... Oh mein Gott, hier ist Godzilla. Du musst dir die Waffen schnappen und du musst uns helfen. Was? Ich die Waffen schnappen? Okay, warte mal, ich... Oha, okay, warte mal, Freunde, ich nehme auf jeden Fall mal die Waffen raus, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt was... Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das mal an, ein riesiger Godzilla hier. Und ich glaube, der will das Dorf angreifen, Freunde, weil wir den Godzilla-Kopf haben. Wir hätten den niemals haben dürfen. Ich glaube, das ist so wie ein Geschenk oder ein Souvenir für den. Oh, wir müssen Godzilla gemeinsam besiegen, Freunde. Let's go, ich glaube, wir sollten ihn angreifen. Und was? Freunde, Godzilla greift uns an. Oh mein Gott. Alter, ich glaube, Freunde... Oh, oh, er greift das Dorf an. Verteidigt euch alle. Los, wir müssen Godzilla besiegen. Oh mein Gott, die ganzen Noobs werden umgeschnitzelt. Freunde, schaut mal. Er greift alle an. Er greift die ganzen Noobs an. Wir sind in der Schwierigkeit mit Godzilla. Zum Glück habe ich die krasse Rüstung an. Hier ist noch eine Spinne. Weg mit dir. Aber wir müssen trotzdem auf diesen Godzilla die ganze Zeit schießen. Und ich habe 100 Magazin, Freunde. Aber ihr seht es. Ich habe absolut gerade gar keine Chance. Alter, von wie weit trifft er mich denn, Freunde? Oh mein Gott, ich brauche erstmal was zu essen. Schnell, wir müssen uns was zu essen holen, sonst haben wir keine Chance gegen diesen riesen Godzilla. Und da ist er. Er hat jetzt schon fast alle Häuser zerstört, Freunde. Ein riesiger Godzilla, ein riesiges Tier. Oh, was? Alter, hier stand mein Haus, Freunde. Kommt, wir... Alter, wir müssen alles zerstören. Creepers, Monster, Godzilla, komm her. Du blödes Viech, komm her. Oha, habt ihr die Zunge gesehen? Alter, der zerstört alles, Freunde. Ich glaube, ich bin mit meinen Waffen machtlos gegen diesen großen, riesigen Godzilla hier. Aber komm, Freunde, wir probieren alles, um Godzilla natürlich zu töten. Vielleicht können wir es schaffen. Komm, los jetzt, Godzilla. Du hast keine Chance gegen uns. Und wo ist der? Wo ist der hin? Oh mein Gott, der ist gesprungen oder so, Freunde. Was? Alter, der kann sogar springen. Oh, oh, okay, okay. Wir haben keine Chance mit unseren schlechten Waffen. Wir... Alter, Freunde, ich möchte nichts dazu sagen. Ich habe zum Glück seine Rüstung und die ist natürlich mega krass, aber trotzdem haben wir absolut keine Chance mit unseren schwachen Waffen. Oha, wir brauchen eine bessere Waffe. Lulus, wir verstecken uns mal hier so. Oh, ein riesiger Godzilla da draußen. Oh, das ist ja total gruselig. Absolut, absolut. Aber ich habe was für dich. Nimm sein Schwert. Das habe ich früher mal gefunden, aber noch nie benutzt. Wie? Was? Ein Schwert? Oha, das 2500 Angriff? Ja, du musst ihn besiegen, dieses grässliche Monster. Oha, mit dem, Freunde, könnten wir schaffen. 2500 Angriff. Und mit dem mache ich natürlich nur 7 Damage pro Schuss. Das heißt, natürlich haben wir so keine Chance mit den normalen Waffen. Und der hat schon das ganze Dorf zerstört, Freunde. Aber, wir probieren es erstmal noch ein bisschen mit den Waffen hier. Alter, Freunde, wir müssen alles geben. Ey, ich schieße hier 100 Schuss drauf, Freunde. Der hat echt zu viel Leben, muss ich sagen. Oh mein Gott. Er kann echt seine Zunge oder so schnipsen lassen und alles auf uns, Freunde. Was sagt ihr zu der Schwierigkeit hier? Würde mich echt mal doll interessieren. Aber trotzdem müssen wir alles probieren, um Godzilla zu besiegen. Und jetzt gehen wir gleich mal mit dem Schwert drauf, Freunde. Dieses Godzilla-Schwert hat einfach 2500 Angriff. Wir können uns damit blocken und verteidigen. Und natürlich können wir richtig, richtig viel Damage machen. Trotzdem laden wir nebenher unsere Waffe. Alter. Freunde, der kommt genau auf uns zugelaufen. Weg mit dir, blöder Godzilla. Okay, Freunde, wir müssen ein bisschen... Oh Gott, wir kommen nicht immer mehr richtig ran an ihn. Wir haben absolut keine Chance. Wow! Der Godzilla schleudert uns 10.000 Kilometer in die Luft. Okay, wir müssen jetzt irgendwie näher ran, Freunde, an Godzilla. Komm her, du blödes, großes Tier. Und Freunde, wir treffen ihn ab und zu, aber nicht immer. Oha, komm, der kann doch nicht mehr viel Leben haben. Das Schwert macht einfach 2500 Damage. Das heißt, Freunde, er kann doch nicht mehr so viel Leben haben, oder? Ich meine, wow, Alter, was geht denn mit dem ab? Aber wir müssen doch irgendwie eine Chance gegen diesen Godzilla haben, Freunde. Komm, komm, komm. Oh, Freunde, Alter, was geht denn mit diesem Godzilla ab? Warum ist der so krass drauf? Der hat echt zu viel Power. Komm, 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 er kann nicht mehr viel Leben haben. Du riesiger, blöder Godzilla, komm her. Oh mein Gott, was? Wir haben ihn wirklich besiegt, Freunde. Oh mein Gott, und schaut euch mal meine Level an. Level 137.
Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Was haben wir? Wir haben einfach noch einen Kopf bekommen. Wo ist der andere? Den habe ich irgendwie verloren unterwegs. Keine Ahnung, wo dieser Kopf ist. Das war wahrscheinlich der Vater von den Godzillern. So, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt einfach 25 Knochen bekommen. Hey! Ach, mach dich weg da. Habe ich noch Munition, Freunde? Ich habe noch Munition. Geh weg hier! So, Alter, Freunde, wir haben jetzt einfach 137 Level bekommen dafür, dass wir Godzilla umgeschnetzelt haben. Und ich muss sagen, wir haben die Schwierigkeit Godzilla einfach gemeinsam geschafft. Was sagt ihr dazu? Fandet ihr das genauso cool wie ich? Also ich muss sagen, das war richtig cool. Vielleicht machen wir ja sogar noch die Schwierigkeit King Kong. Dafür schreibt auf jeden Fall mal gerne was in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Und dann würde ich sagen, Freunde, vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Lasst jetzt gerne noch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.